Ich habe während meinem Studium eben angefangen, Immobiliensektor tätig zu werden, weil ich finde, eine davon hat das auch echt gebrochen. Und deswegen sage ich immer wir, weil ich es ja nicht alleine machen kann. Also ich kann hier die Kelle schwingen und die Wände verputzen noch, die Handwerker beauftragen, und das machen eben die Mitarbeiter. Und wenn ich immer sage, ich mache das, dann müsste ich ja irgendwie 74 Hände und Arme haben. Nein. Also wir sind privatwirtschaftlich und ich sag mal, wir haben auch das Hauptaugenmerk. Daher, sag ich mal, haben wir auch ein Jahr gebraucht, um uns so ein bisschen in der Richtung zu verändern. Ich habe die glorreiche Zeit nicht miterlebt, da bin ich noch in die Schule gegangen, dann zum Süden unten und kennst da immer aus Erzählungen. Und wir sind eine ganz normale privatwirtschaftliche Firma, haben aber eben, ich habe, da ich aus meiner Kindheit eben die Bodenseeregion gut kenne und dort eben viele Tourismusprojekte gesehen habe, die eben auch nicht nur rein machen, alle fleißig helfen und noch viele Kompromisse eingehen, weil wir eben im Wandel noch sind und sich viel ändert, aber denke ich auch für die eine große Chance, weil wir eben auch was mit aufbauen können. Und wir eben auch so die Projektierung gemacht haben, dass wir sicher insgesamt 5 Jahre brauchen, um, sag ich mal, in einem normalen Ablauf zu sein, dass auch das ganze Gelände genutzt ist und die einzelnen Räumlichkeiten nutzen, dass wir auch ein für alle Bereiche eine. Bei meinen Kreisreisen ist es mir immer sehr wichtig, auch denkmalgeschützte Gebäude mir anzuschauen, weil es darum geht, wie kann ich solche Gebäude nutzen, wie kann ich sie integrieren in ein modernes Konzept auch, was gibt es für Möglichkeiten. Und ich finde es hier ganz besonders reizvoll zu sehen, wie man sehr unterschiedlich die verschiedenen Bereiche von der alten Saftfabrik auch nutzt. Also angefangen vom Restaurant, über die Ateliers, die hier entstehen sollen, über die Wellness im Keller, die Kunst und die Kultur in den Wohnräumen. Das ist ein sehr attraktives Programm und ich finde es auch sehr wichtig, dass es in die Region passt, dass es in die Stadt passt, dass es zu den Menschen passt, auch die hier leben. Und insofern finde ich das ein sehr vorbildliches Projekt.